Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich einen alten TFT-Bildschirm. Dort ist der Einschalter kaputt, das ist wahrscheinlich ein Kunststoffteil zerbrochen. Das sollte sich leicht reparieren lassen. Also, dazu müssen wir es erstmal aufschrauben. Leider nichts Elektrisches, aber sowas gehört auch dazu. Nachdem der Fuß weg ist, können wir jetzt die Schrauben ganz leicht lösen und auch den Kunststoffdeckel dann herabnehmen, nachdem wir natürlich die Clips gelöst haben. Dort stehen ein bisschen Informationen über den Bildschirm, andere kleine Details, eigentlich nicht so wichtig. Hier haben wir jetzt unseren Netzanschluss und den VGA-Anschluss. Diese Gehäuse sind immer sehr massiv gebaut, auch wegen Schirmung und so weiter. Vorne haben wir unser kleines Board, wo wahrscheinlich auch nachher unser Fehler zu finden ist. Dort sind die ganzen Schalter montiert. Dann haben wir noch ein bisschen Schirmung und noch ein bisschen Kabel, eigentlich nichts wirklich Weltbewegendes. Und hier haben wir auch schon unseren Übeltäter. Man sieht deutlich, wie oben das erhöht liegt. Also da ist eindeutig diese kleine Schweißnaht gebrochen, wie man das sehen kann. Im Vergleich zu der unteren Schweißnaht ist die nämlich oben weggegangen. Wahrscheinlich hat da jemand extrem stark drauf gedrückt und es ist gebrochen. Wenn ich es mir runterdrücke, schaut mal hin, dann rastet es wieder ein und ist eigentlich wieder in der richtigen Position. Also das werde ich wahrscheinlich einfach festkleben oder nochmal mit Hitze wieder befestigen. Das muss ich mal gucken, aber ich vermute, ich werde es einfach kleben. Seht ihr? Es funktioniert einwandfrei auch so. Also, da ein bisschen Kleber drauf und schon soll das repariert sein. Nachdem das jetzt geklebt ist, können wir uns den Display etwas näher anschauen, wenn wir es schon gerade offen haben. Diese Gehäuse sind meist sehr gut gebaut aus Eisen oder sogar Aluminium, habe ich aber eher seltener gesehen. Wenn man das so anschaut, sehr gut geschirmt, weil sie natürlich die Richtlinien einhalten müssen, doch natürlich immer noch billig produziert. Man sieht jetzt sogar die Platine, unten ein paar ICs und so weiter, sind eigentlich sehr interessant mal zum Reinschauen. Also jetzt müssen wir nur noch die Clips öffnen und dann können wir den Display theoretisch mal rausnehmen. Schauen wir mal, wie gut das klappt. Passt draußen. So, jetzt schauen wir uns erstmal den Display an. Den Rahmen können wir erstmal noch weglegen, der muss noch trocknen. So, da haben wir den Display. Schauen wir mal, wie gut wir den öffnen kann. Erstmal schauen wir unten uns die Platinen an. Die sind nämlich unter diesem Deckel. Man sieht auch hier noch die schönen Schweißnähte. So schön sind sie doch nicht, aber es ist billig produziert. Was erwartet man? Hier haben wir mal beide Hauptplatinen. Man sieht oben den dicken Erdanschluss mit einer Schraube für die Masse. Und unten sieht man deutlich eine Verfärbung der Platine. Das kommt von Temperatur, die diese Regler produzieren, Schaltregler, Dioden und so weiter. Ist schon deutlich, wie sich dort die Wärme staut und die Platine ein wenig verändert. Aber nicht weiter tragisch, ist sehr häufig. Dann haben wir oben noch unseren Netzeingang, dort kommen unsere 230 Volt vom Netz rein. Man sieht eindeutig die Leiterbahnabstände durch Sicherheit und so weiter, aber es gibt noch schlimmere Beispiele. Noch ein bisschen Schaltung, ein bisschen Staub, ganz normal. Dann sieht man noch deutlich die Trennschicht oder die Trennlinie zwischen Netzteil oder netzseitigem Teil, denn sekundär und primär muss immer getrennt sein. Dann haben wir hier oben noch unseren digitalen Prozessor. Dort sieht man eindeutig, da steckt was Großes unten drunter. Man sieht die Leiterbahn, ist schon eine ganz andere Technologie als das Versorgungsboard VGA und unten Ausgang zu dem Display. Sonst viel mehr gibt es eigentlich da nicht. Wir schauen uns gleich noch ein paar Kleinigkeiten im Detail an. Da oben haben wir noch etwas Unbestücktes, aber da können wir uns nachher ein paar Gedanken mal dazu machen. Hier vorne haben wir den Eingang direkt über den Kaltgerätestecker auf das Board. Das geht dann gleich weiter in den Eingangsfilter. Wenn wir uns die Erde anschauen, die ist direkt angeschlossen, denn die geht nicht direkt auf das Board, sondern erst über das Kabel. Wenn ihr hier das anschaut, seht ihr, nicht angeschlossen. Die Erdung läuft nur über den äußeren Anschluss. Wenn das hier weitergeht, dann geht das in den Netzfilter. Man sieht das auch an den Leiterbahnabständen. Es ist doch relativ eng, aber das ist noch okay. Es gibt da wirklich schlimmere Beispiele, muss ich wirklich dazu sagen. Auf der Oberseite haben wir hier die Netzfilter, die Kondensatoren, die Common Mode Choke für die Gleichtaktstromentkopplung, ein paar Überspannungsschutzvaristoren, ein Thermistor, ein Brückengleichrichter und natürlich den großen Speicherkondensator. Was noch vielleicht ganz wichtig ist zu diesem großen Speicherkondensator, wenn ihr solche Geräte habt, seid immer sicher, dass dieser auch entladen ist. Nehmt einen Schraubenzieher und entladet diesen, denn es gibt nichts Schlimmeres, wie an diesen Kondensator zu kommen. Das ist wirklich gefährlich, deshalb solche Geräte wirklich entladen lassen, denn dieser kann sehr viel Energie speichern und es wäre ja schade drum. Hier oben haben wir noch einen unbestückten Teil, das ist wahrscheinlich ein Audioverstärker, aber in dieser Version gibt es leider keine Lautsprecher, aber wahrscheinlich in einer anderen. So haben sie das hier einfach nicht bestückt. Sieht man relativ deutlich an den Bauteilen, an den großen Kondensatoren und so weiter, die sehr typisch sind für solche Audioverstärker.
Dann haben wir unten noch den eigentlichen Steuerkreis des Schaltnetzteiles, sehr simpel aufgebaut, sehr diskret mit einem Transistor und einem IC und einigen anderen Bauteilen. Die Spannung geht von oben rein und wird dann geschalten von diesem großen Transistor. Dieser IC ist ein 1200 AP40, ein einfacher PWM-Controller. Der steuert dann den Transistor an, schaltet damit den Trafo und schon wird alles auf die Sekundärseite übertragen und alles ist netzgetrennt. Da unten hat es noch einen kleinen Optokoppler, der auf dieser Trennschicht liegt und schon ist alles sauber getrennt. Dann haben wir hier vorne noch die Dioden und die Kondensatoren. Häufig sind es die Kondensatoren, die defekt gehen bei solchen Monitoren. Da muss man die einfach austauschen und alles funktioniert wieder einwandfrei. Dann haben wir hier noch das Hochspannungsnetzteil für die Kaltkathodenröhren, also die Leuchtstoffröhren für die Hintergrundbeleuchtung. 4 Trafos für jeden einen einzelnen Hochspannungstrafo. Hier unten haben wir ein IC. Was ist das für einer? Ah ja, Texas Instrument TL1451. Ein ganz einfacher PWM-Controller, wie auch beim anderen Schaltnetzteil. Ist ja auch nichts anderes. Wieder haben wir pro Trafo wieder seinen eigenen Transistor, mit dem geschalten wird. Auch sogar gut beschriftet mit den Basis, Kollektor und Emitter. Also nachbauen könnte man es fast schon selbst. Diese Transformatoren sind speziell gewickelt. Ich hole mal gerade ein Beispiel hervor. Hier habe ich mal so einen Trafo. Die sind speziell gewickelt. Der hat unten eine Primärwicklung und oben separiert die Sekundärwicklungen. Das hat den Grund, damit eine höhere Spannungsfestigkeit erreicht wird, wenn man die Wicklungen aufteilt. So muss man nicht den kompletten Spannungsabfall an einer Wicklung abbauen, sondern über mehrere verteilt. Sehr logisch. Das war es eigentlich so groß zu der Platine. Viel gibt es eigentlich nicht mehr, ein paar diskrete Bauteile und so weiter, was halt einfach standardmäßig dazugehört. Ich muss sagen, diese Platine ist auch wirklich sehr gut gebaut. Die Lötstellen sind sehr solide, alles kein Problem. Also wirklich, ist wirklich gut gebaut, muss ich sagen. Vielleicht noch was zur eigentlichen Löttechnik. Diese werden nämlich über Wellenlöten gelötet. Das bedeutet, diese Platine fährt über ein Wellenbad, also über einen Springbrunnen von Lötzinn und wird so gelötet. Ist natürlich wesentlich billiger. Das erklärt natürlich auch, weshalb keine SMD-Bauteile und nur bedrahtet verwendet wurden. Das macht es natürlich wesentlich billiger und wird auch in Verstärkern und HiFi-Anlagen wirklich sehr gerne verwendet. Sonst gibt es eigentlich nicht viel zu dem Board zu sagen. Gute Konstruktion. Schauen wir uns mal das andere Board an. Hier kann man nicht nur gut die Bauteilbeschriftung auf der Platine sehen, sondern auch die Hilfslinien zwischen den Pads. Die sind auch sehr hilfreich, wenn es darum geht, beim Wellenlöten gute Lötstellen zu erzielen. Und natürlich auch für die Kontrolle im Nachhinein. Hier mal noch etwas näher die Transformatoren und der dazugehörige Kondensator für die Ausgangsspannung, um die Leuchtstoffröhren zu zünden. Bei solchen Spannungen ist es auch nicht untypisch, Isolationsschlitze zu haben, um die Spannungsfestigkeit der Platine zu erhöhen. Hier haben wir mal das digitale Board, da sehen wir natürlich den großen Mikrocontroller, den Eingang vom VGA und hinten den Ausgang, der dann an das Panel geht. So, man sieht deutlich, wie parallel aufwendig dieses Interface ist, deswegen benutzt man da auch so große Chips, die müssen ja einiges umrechnen. Da oben haben wir ein kleines interessantes Bauteil, das ist wahrscheinlich ein FET, aber was der genau schaltet, ist mir nicht klar, wahrscheinlich eine der Versorgungsspannungen. Man sieht es echt deutlich, weil 4 Pins zusammengefasst sind, 3 auch und dann noch einer übrig bleibt. Das passt sehr gut zu einem normalen FET in diesem Package. Dann haben wir noch einen Low-Dropout-Regler für den Mikrocontroller, vermutlich direkt auf dem Board, ist eigentlich auch recht typisch. Dann noch einen schönen Quarz und hier unten noch ein kleines Bauteil, bin mir nicht sicher, was das übernimmt, vermutlich die Steuerung über das Frontpanel, weil dort auch der Stecker und die Leiterbahn hingehen, ganz genau bin ich mir da nicht, was der für eine Aufgabe übernimmt, aber sehr wahrscheinlich. Wie man wieder sieht, ist auch viel in SMD ausgeführt, aber das Board ist auch wellengelötet, wie man auch an dem Pfeil dort unten sehr gut erkennen kann, denn wir haben ja da auch schließlich solche Stecker drauf, die wellengelötet werden müssen. Und auf der Rückseite sehen wir das sehr gut, wie das rübergezogen wurde, denn wir haben da so eine Erhöhung vom Lötzinn. Das ist, nämlich wenn das Lötbad so drüber geht, dann bleibt das hinten etwas hängen und dann gibt es dann diese Nase dort. Und dann kann man auch nochmal sehen, in welche Richtung das durch das Bad gezogen wurde. An sich eigentlich sehr gut konstruiertes Board, sieht sehr sauber aus, sehr gut gelayoutet in dem Sinne und ich denke, dass das auch seinen Zweck vollkommen so erfüllen wird. Alles was ich jetzt auseinandernehme, empfehle ich wirklich nicht dem, denn jetzt kommen wir an die Teile, wo sie wirklich empfindlich werden und wenn man jetzt einen Fehler macht, dann ist der Bildschirm kaputt. Also empfehle ich das wirklich nicht. Ich überlege auch noch, wie weit ich den auseinanderbauen möchte, denn ich möchte den Bildschirm noch sehr gerne weiterverwenden. Aber jetzt machen wir erstmal dieses Blech hier noch weg, dann sollten wir vielleicht ein bisschen mehr sehen. Und dann schauen wir mal weiter. So, das ist jetzt die Platine direkt auf dem Display, auf dieser Unit, die wir vorher herausgenommen haben. Man sieht eigentlich unten diese langen Flatflex-Kabel und da oben haben wir noch ein paar Bauteile, ein paar Schaltregler, vermutlich bei Induktivitäten, einige noch Kapazitäten, auch sehr dicht vom SMD her platziert. Man sieht auf der Rückseite auch gar keine großen Treiber. Das ist wahrscheinlich so, dass der Rest alles auf den Flatflex-Kabeln hebt. Aber ich werde das Ding nicht weit auseinanderbauen. Das ist mir dann nachher zu heikel, das wieder nachher zusammenzubauen. Und ich würde den Bildschirm wirklich gerne noch weiterverwenden.
Wenn ich mal einen Bildschirm habe, dann baue ich den sicher mal auseinander. Drück mir die Daumen, schauen wir mal, was passiert, wenn wir einschalten. Ah, einwandfrei, funktioniert super. Und, kriegen wir auch ein Bild? Ja, alles funktioniert einwandfrei, wir haben es wieder richtig zusammengebaut. Nach so einer Reparatur natürlich kein Wunder, aber das gehört natürlich auch dazu. Also, vielen Dank natürlich wieder fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und wenn ihr Fragen habt, wirklich unten in die Kommentare, auch wenn ihr Ideen habt für zukünftige Sachen. Und wirklich vielen Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.